wenn der nicht da wäre. Ja, genau, er sieht mich einfach. Ich habe jetzt keine Patronen mehr. Komm, gib mir die Maus. Da ist Martin, komm. Gehen wir mal zum Martin. Ja, genau. Die scheiß Musikinstrument, ne? Komm her. Das beeinflusst ihn einfach gar nicht, ne? Komm her. Und oh, es macht so viel Schaden. Da bist du ja. Bist immer noch da oben? Oh ja, genau, die letzte. Ja, genau. Och, Mann. Mano, Maeta. Komm, letzte Speicherpunkt. Okay. Oh, nee. So. Jetzt schön darüber. Zack. Warum kommen Sie nicht her und regeln das wie ein echter Mann? Ich hab hier gesehen, die kam auch von hier. Wohin schießt er denn bitte? Er kann mich gar nicht sehen. Jetzt kann er mich wirklich nicht sehen. Wir könnten Pendleton töten, Martin töten. Ich weiß gar nicht mehr, wer Martin ist. Aber es wäre halt nicht gut für uns. Für unser Ende. Aber ich glaube, wir können da eh nichts mehr dran ändern. So schlecht haben wir gespielt. Oh mein Gott. Ich weiß, warte, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Eichen läuft, betritt das Torhaus. Okay. Was jetzt mit dem... Hier das Torhaus, Entwässerung. Achso, wir müssen zuerst dahin. Gibt ein bisschen Sinn. Nee, siehst du mich nicht. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschau. Nein. Bin ich hier? Ich weiß, dass du hier bist. Nein, immer noch nicht. Das muss. Kohaias. Zack. Jetzt weiß ich es erst recht nicht. Zack. Wo bin ich jetzt? Torhaus, nice. Wo ist die scheiß Entwässerung? Leuchtturm aus Aufzug. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Okay, Leuchtturm auf. Sagen Sie sowas nicht, mein Herr. Erst meine Brüder, dann ich. Ist meine eigene Schuld. Und nun.
nun wird meine Cousine Silvia alles erben. Das ist das Schlimmste. Sie waren ein ehrbarer Hauptmann. Gestern ein wenig langsam, muss ich sagen, aber ehrbar. Ja, mein Herr. Tut mir leid. Sagen gestern. Pendleton ist tot. Sie kommen würden. Aber sie sind zu spät. Ich sterbe bereits ohne ihre Hilfe. Ein Streifschuss. Woher auch immer. Was hätte ich ihnen noch anbieten können? Geld? Ich bin pleite. Frauen vielleicht? Jeder weiß von ihrer Affäre mit der Kaiserin. Sie mögen Edelfrauen? Sie sollten meine Cousine Silvia treffen. Dafür kann ich aber nichts. Kommen Sie. Komm schon. Dafür kann ich doch nichts. Kann ich da hoch? Jetzt schon? Nee, geht natürlich nicht. Muss natürlich erst ganz nach oben. Ja, genau. Wir haben kein Kabelwerkzeug. Nein. Fuck. Und wir wissen jetzt natürlich auch nicht, wo dieser Scheiß da ist, ne? Von Idioten. Sie haben die falsche Seite für diesen Kampf gewählt. Ich könnte nicht mal sagen, welche Seite die richtige ist. Ist der Aufzug. Gehen wir in den Aufzug. Wir haben den Schlüssel nicht. Woher bekommen wir den Schlüssel? Hast du den Schlüssel? Komm. Nee. Du hast aber deinen Kopf im Arm. Verlier doch nicht gleich den Kopf. Hey. Ich soll doch den Aufzug benutzen, oder? Ah, hier. Ja, wenn ich hier reinfallen würde, dann wäre alles gut. Okay. Rauf da. Zu Burrows Leuchtturm. Erreicht den Leuchtturm. Haben wir gemacht. So. Sehen wir jetzt direkt den, die Emily. Oder müssen wir jetzt gleich noch etwas machen? Betritt den Leuchtturm. Es wird immer höher. Als halt auch ein Leuchtturm ist. Normalerweise müsste die doch hier drin sein, oder? Lol, jetzt hab ich. Oh, scheiße. Ich habe aus Versehen hinten R gedrückt. So, du schläfst erstmal. Lol. Oh, da fliegt er immer noch. Und. Patsch. Jetzt ist er, glaube ich, aufgekommen. Schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? In der Tat, das glaube ich. Wir warten. Oh, wow. Ende. Super Diskussion. Oh, Rauchen ist ungesund, ne? Erstmal Lebensweisheiten bei. Tschüss. Ah, ich glaube auch. Was geht da drüben vor? Der hat dieses. Oh, 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 oh. Der hat diese, dieser im Wasser werfen. Auch sehr ernst genommen. Also ich habe ja gefragt, ob die
das auch Ziel, ne? Wenn ich die zuerst meuchle und dann dann halt ins Wasser werfe. Und ich glaube, da hat er immer gezielt, dass es immer ein Tod wäre. Weil ich glaube, die sind dann natürlich auch ertrunken. Da. Nein. Das gibt's doch nicht. Aua. Aus der Schusslinie. Ah. Ja, natürlich. Brauch halt 10.000 Jahre, bis du nochmal zuschlägst. Zack. Scheiß Wachoffizier. Das heißt, ich könnte eigentlich J, Knochenartefakte. Ne, dann. Hä? Das hab ich doch schon drin. Wow. Ich hab Schwertschneider schwingen sogar schon drin. Und kann trotzdem nicht so schnell schwingen. So, komm, bitte Emily, sei da. Was ist das denn bitte schön für ein Leuchtturm? Ich wusste doch, dass hier was ist. Ja, so ein Leuchtturm will ich auch haben. Burrows Anwesen. Haben nicht Burrow getötet? War das nicht der Lordregent? Ach, da ist. Ich sehe nichts. Ja, also momentan ist hier einfach gar keiner. Aschenbecher. Scheiß Rauch. Was sollen wir jetzt eigentlich machen? Rette Emily. Finde Hayflock. Wir müssen erstmal Hayflock finden, ja? Der hat uns hintergangen und der... Oh, eine Puppe. Der kann dafür auch gerne mal sterben. Kaiserin Jessamine Coldwyn. Auszug aus einem Buch über die verstorbene Kaiserin. Viele von uns, die unter ihrer Herrschaft gelebt haben, werden bis ans Ende ihres Lebens über blasse Schönheit mit den stechenden Augen und das schändliche Ende, das ihr eigener, durchtriebener Diener und Schutzherr über sie gebracht hat, trauern. Zu Zeiten ihres Vaters traten die Coldwyns ins Rampenlicht des Hofes, weil die vorige Dynastie keinen Erben hatte. Dem neuen Kaiser folgte eine Zeit des Wohlstands, doch seine Tochter hatte weniger Glück. Während ihres kurzen Lebens verursachten politische Intrigen und kleinere Konflikte Risse im Kaiserreich, wodurch die Einheit der Inseln untergraben wurde. Die Seuche war jedoch ein Schrecken, auf den weder Kaiserin Coldwyn noch irgendjemand sonst vorbereitet war. Okay, Bolzen. Wollte ich mitnehmen, kann ich aber nicht. Erschreckt mich doch nicht so. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Außer die scheiß leere Flasche. Man hätte das, glaube ich, richtig gut machen können. Mit leeren Flaschen so immer rumwerfen und die dann nur meucheln. Aber... hab ich nicht gemacht. So. Wenn hier nichts ist, dann kann ich auch rumlaufen. Die Marine und die Flotte. Dort ist klar, dass das in einem Leuchtturm ist. Schön alle Klischees rausgeholt. Aber nichts für mich. Hier ist hier gar keiner. All die Dinge, die wir getan haben, feige Taten, derer ich mich schäme. Wie könnten sie uns jemals vergeben? Würden sie es, wenn die Lage besser wäre? Nein, so laufen die Dinge nicht, wenn sich einmal die Bürokratie eingeschaltet hat. Es wird kompliziert. Wenn es jemand erfährt, verlieren wir alle unseren Kopf. Niemand darf es erfahren. Könnten wir Emily kontrollieren, wenn Corvo dabei ist? Diese Frage werde ich nicht los. Zeit für unseren letzten Zug und er muss sitzen. Keine offenen Fragen. Nur wenige Mitwisser, die am meisten zu verlieren haben. Hey Vlogs Tagebuch. 7. Eintrag. Gibt's andere Einträge? Ah, erster Eintrag. Okay, bla bla bla. Waffen hinterlegen für mich. Piero hat viel Zeit damit verbracht. Das ist sozusagen nochmal die ganze Geschichte.
So, hier sind wir ausgebrochen. Also, kurz davor. Hier sind wir ausgebrochen. Und dass wir super sind, ja. Weil mit uns kann denen keiner mehr was anhaben. Er opferte der Sache sein eigenes Fleisch und Blut und ich sehe, dass er dem Kaiserreich gegenüber wahrhaftig loyal ist. Hätte ich ihn ähnlich gewandelt, wenn mein Bruder noch lebte? Vermutlich ja, ohne Zweifel. Zum Heil Dunwalls müssen viele unschuldige Opfer gebracht werden. Jeder loyale Wachmann, der Corvus Kling zum Opfer fällt, gibt sein Leben für das Kaiserreich. Ja, Pendleton war es da. Vierter Eintrag war, er kehrt mit Anton Sokolov über der Schulter zurück. Einfach unglaublich. Corvus ist nicht nur in der Lage, tödliche Gewalt auszuüben, sondern ihm ist jetzt sogar eine Befreiung gelungen, die ihn nicht für möglich gehalten habe. Und schon bald werden die beiden größten Genies der Kaiserreichs hier sein Verein. Und wenn es mir gelingt, diese beiden Rivalen zur Zusammenarbeit zu bewegen, könnten sie Waffen und andere Dinge von unvorstellbarer Macht entwickeln, wenn ich sie beide kontrolliere. Nun, ich werde abwarten und beobachten, wie sie miteinander auskommen, bevor ich weiter darüber nachdenke. Okay, das war über Sokolov. Ja, als sie diese Mission noch gemacht haben. Tige Martin ist jetzt Oberaufseher. Er ist ein intelligenter Mann und seine Ideen haben uns schon weit gebracht. Wenn man seine Herkunft bedenkt, kann er höchst zufrieden mit sich sein. Jetzt steht fest, dass sie auf seine unsere Forderungen unterstützen werden. Welche es auch immer sein mögen. Nur noch ein Mann steht jetzt zwischen uns und der vollständigen Kontrolle über das Kaiserreich. Der Lord Regent wird schon bald der scheußlichen Maske Corvus von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Da hege ich keine Zweifel. Aber wie geht es dann weiter? Okay, Martin war der neue Oberaufseher. Das war der fünfte Auftrag. Sechster ist an Nix, ist sicher, bis wir unser Ziel erreicht haben und die Krönung erfolgt ist. Der Dunwall Tower hat seine eigenen Gesetze. Ich wage nicht vorherzusagen, was passieren könnte, wenn wir zu früh kommen. Die nächsten Schritte müssen mit größter Vorsicht erfolgen. Die Ereignisse beginnen, sich zu überschlagen. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Okay, und siebter Eintrag ist an. Ohne Corvo hätten wir es nicht geschafft und dafür bin ich ihm dankbar. Aber ich fürchte, er teilte nicht nur unsere Vision von Dunwalls Zukunft. Mit einem Mädchen am Steuerrad der Politik werden wir nicht in unserem Sinne über Dunwall herrschen können und ich habe das Gefühl, dass Corvus Loyalität gegenüber den Coldwyn-Frauen seinen Verstand benebelt. Ist sie wirklich seine Tochter? Das ist meine Tochter? Wir werden Dunwall zum Höhepunkt seiner Macht führen, doch die Rolle, die Corvo dabei spielt, darf niemals bekannt werden. Er muss verunglimpft werden und wenn ich dann die Herrschaft über die Stadt an mich reiße, werde ich es sein, der als Held und Schutzherr angesehen wird. Ja, alles klar. Er wollte halt den ganzen Ruhm, das Übliche. Und wir sollten verschwinden. Okay, Billard mit Hindernissen. Okay, hier kann man noch höher. Aber hier hinten kann man auch noch rein. Ich glaube nicht, dass hier hinten gar nichts ist. Wenn hier hinten jetzt gar nichts ist, ne, dann raste ich aus. Und es sieht so aus, als wäre hier hinten einfach mal schlicht und weg gar nichts. Wow. Die machen hier einen ganzen Rund auf, aber tun dann gar nichts dahin. Das ist ja krass. Ich dachte zumindest so ein Gesundheitselixier oder was weiß ich was. Knochenartefakt. Nee, Knochenartefakt nicht. Das ist zu krass. Oh, Emily! Wer ist das? Emily! Wieso kommen wir hier auch rein? Ja, du musst kurz warten, Emily. Ich muss noch eben Mana holen. Was ist das? Ah, ein Aufzug. Aufzug! Ich komme, Emily! Das hat sich echt gelohnt. Da unten ist auch kein Zettel mehr. Zu sein. In einer Minute wird das hier nur ein weiteres blutiges Chaos sein, das Sie zurücklassen. Wollen Sie Ihre Ehre wiederherstellen? Eine Dame in Not retten? Oh nein, Corvo, so sind Sie nicht. Oder? Nein!
Nee, ne? Nein! 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 Hätte ich da was machen können? Jetzt könnt ihr mich spoilern. Hätte ich da was machen können? Oder liegt es daran, dass ich zu viel Chaos insgesamt verursacht habe? Dass ich so scheiße gespielt habe? Ich war mir unsicher. Ich habe mir überlegt, soll ich mich dahin teleportieren? Soll ich versuchen zu schießen? Scheiße. Mal schauen, was jetzt passiert. Das Ende. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Corvo. Aber ich habe mich prächtig unterhalten. Intrigen und Geheimnisse, Metzeleien und Betrügereien, der Todeskampf eines Kaiserreichs. Und du warst ein Rachegeist, der überall Chaos verbreitet hat. Die Stadt geht an sich selbst zugrunde. Lügner, Kaufleute und Edelleute, die sich von ihr ernähren wie die Würmer. Bald wird nichts mehr für die Ratten übrig sein. Samuel stirbt auch. Aber das macht nichts. Das Kaiserreich lag bereits im Sterben, durch und durch verrottet. Alles, was fehlte, war der richtige Mann, der ihm den letzten Stoß gab. Aber du verschwindest Richtung Horizont an Bord eines auslaufenden Schiffes. Ich frage mich, jagst du etwas nach oder läufst du davon? Fuck. Der Outrider hat mir gerade eben so beschrieben, so, ja, du hast das Spiel gespielt, ne, aber das war nicht der Sinn des Spiels. Du warst ziemlich scheiße, ziemlich inkompetent, warst ungeduldig und, ja, so kann man es ziemlich beschreiben. Ich habe alles falsch gemacht. Ich habe, ja, wie er sagte, ich habe die Stadt zum Untergang geweiht. Ich habe mein Ziel nicht erreicht. Ich habe Emily nicht befreit. Ja, Emily ist bei mir gestorben. Finde ich auch krass. Oh, krass. Ja, habe zu viel Rache geübt, wie er schon sagte. Ja, die Stadt ist dem Untergang geweiht. Es sind überall Weiner, überall, ja, Diktatoren, sagen wir es mal so. Es gibt keine Herrscher, keinen, der das irgendwie kontrolliert. Es gibt zu viele Ratten, ja, die Seuche auch noch verbreiten. Heißt, ich habe ja mal eben alles falsch gemacht. Ja. Aber muss sagen, echt ein schönes Spiel, ja, schöne Story auch. Hatte sehr viel Spaß daran. Hab jetzt knapp, keine Ahnung, wie lang, 10, 11, 12 Stunden gespielt. War auf jeden Fall spaßig, hat mir echt Spaß gemacht. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, wie ihr in verschiedenen Situationen gehandelt hättet. Ob ihr gleich gehandelt hättet, ob ihr mit dem Ende gerechnet hättet. Ob so krass gewesen wäre. Und natürlich das ganze Let's Play auch noch bewerten. Und ja, wir haben ja noch einen zweiten Versuch, sagen wir es mal so. Es kommt ja demnächst in Dishonored 2. Und da werde ich mal versuchen, alles besser zu machen. Ja? Also nicht die Stadt im Untergang zu weihen, dann Emily zu töten, jeden zu ermorden, sondern egal was sie dann sagen, werde ich mal so. Auch wenn die sagen, ja, du musst den töten, ne?
oder wir verlassen dich, ne? Dann würde ich einfach mal schauen, ne? So Vor- und Nachteile. Und echt Chaos-Faktor echt niedrig halten. Weil der war bei 90% der Missionen, glaube ich, hoch. Hoch bis sehr hoch. Ja. Hab ich ein bisschen versaut. Naja. Gut. Macht mal nichts. Ich glaube, in der letzten Mission hätte ich ihn dann auch nicht mal hochhalten können. Also niedrig halten können. Sodass das Ende eigentlich dann vorprogrammiert war schon. Gut. Super Spiel. Kann ich immer noch empfehlen, auch wenn es von 2012 ist. Ja. Die Grafik ist stimmig. Also ich habe jetzt nichts so krasses bemerkt, wo ich sagen würde, boah, krass, also mit so einer Grafik würde ich das nicht spielen. Selbst die Gläser, die Sechsecke waren, fand ich auch schon witzig. Naja, gut. Lasst auf jeden Fall mal einen Kommentar da. Freue ich mich immer drüber. Ich lese auch alle. Nur ich kann da nicht immer auf alle antworten, wenn jemand einfach nur so schreibt, keine Ahnung, gutes Video, 10.000 Mal. Ich kenne da so ein paar Leute. Dann kann ich nicht 10.000 Mal immer Danke schreiben. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns demnächst wieder. Haut rein. Ciao.